Spaß hat noch niemand gestört, wenn der Lehrer Loisel lehrt. Herzlich willkommen, hier ist euer Lehrer Loisel und heute wollen wir uns einmal ein neues Thema anschauen. Und zwar, es geht um Berufsorientierung. Wie kann ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten? Und zwar ein Vorstellungsgespräch für die nächste Schule oder auch für die neue Firma. Und da schauen wir mal kurz bei den Loisels vorbei. Hä? Huh? Was macht denn da? Geh, Papa! Das siehst du ja. Fortnite spielen. Hast du mal kein Bewerbungsgespräch? Ja. Ja, hast du dich vorbereitet? Wieso? Wann ist denn das Gespräch? Ha, irgendwann am Vormittag. Bitte, Oma, sag dem Enkel, das ist wichtig, dass er pünktlich ist. Na sicher muss er mündig sein. Und anziehen muss der auch was gesagt. Am Anzug werde ich dran. Na, Ruhe, schau, zum Friseur bist du anders als wie zur Bank. Na, und den Kargument, den musst du auch weggeben. Wieso? Schau, merkt ihr das, Ruhe, was haben wir da gelernt? Erstens, eine Gruppe, dann warst du mal auf herein. Dann, wenn das hereinkommt, dann in die Augen schauen, dann gibst du einen kräftigen Händedruck. Und dann, was machst du dann? Dann wartest du. Und Oma, stimmt das? Geh, Papa! Na sicher ist das wichtig, ein kräftiger Händedruck. Und so ein Schnelldruck, den macht's auch ich, ein Junge, wie das sagt. Ja. Und dann musst du dich sicher präsentieren. Na so schön wie ich bin, präsentieren. Geh, ne? Oma, das ist ein Blödsinn. Aber du musst wissen, was sind deine Stärken und Schwächen? Was hast du für Fähigkeiten? Wer wird streiten? Ja, was weißt du überhaupt über das Unternehmen? Wieso? Ja, weil du damit Interesse zeigst. Was gibt's zu essen? Geh, Oma! Ja, aber, Bub, was erhoffst du denn dann von der Firma? Wieso? Dann kannst du nachfragen, dein Gehalt, wann kriegst du eine Rückmeldung, all diese Dinge. Ja, ihr habt schon gesehen, da geht's ordentlich zu in diesem Video. Und ich habe euch aber diese Punkte jetzt nochmal zusammengefasst. Erstens, ganz wichtig ist natürlich die Vorbereitung selbst. Ein Interesse über die Firma, über die Schule zeigen. Zweitens, die Pünktlichkeit. Pünktlich sein, ganz, ganz wichtig. Drittens, das richtige Auftreten. Wähle eine entsprechende Kleidung. Und schau vor allem, dass auch deine Hygiene passt. Viertens, bitte kein Kaugummi im Mund. Fünftens, es geht um das richtige Benehmen bei der Begrüßung. Ganz, ganz wichtig, einmal anklopfen. Du wartest auf das Herein und wenn du dann dem Chef, dem Gegenüber siehst, dann einmal in die Augen schauen und vor allem ein kräftiger Händedruck. Sechstens, ein Smalltalk. Erzähl etwas über dich oder schau, dass du ein bisschen ins Gespräch kommst mit deinem Chef. Siebtens, jetzt geht es um deine Selbstpräsentation. Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Was sind deine besonderen Fähigkeiten? Und was macht dich vor allem aus? Achtens, dann geht es vor allem darum, was weißt du über das Unternehmen selbst? Es kommen ganz bestimmt diese Fragen. Wie weit hast du dich wirklich informiert und da kannst du punkten. Neuntens, dann wird die Frage kommen, was erhoffst du dir von dieser Ausbildung, was erhoffst du dir von der Firma? Da gehört eben dazu eine Rückmeldung, welches Gehalt wirst du bekommen und vor allem, was sind deine Aufgaben in der neuen Firma? So, das war's jetzt schon wieder. Jetzt bin ich mir sicher, wenn du diese Punkte verfolgst, dann wirst du sehen, dann wird das Ganze auch für dich positiv klappen. Somit, toi toi toi, euer Lehrer Loisel.